Willkommen zum Review von Supersonic Odyssey im Bayaya Times Square Theme Park in Kuala Lumpur, Malaysia. Dieser Intermin Multi-Inversion Coaster dürfte mit einer der berühmtesten Indoor-Achterbahn sein, die es gibt. Also dieses Bild von der Indoor-Achterbahn in der Mall mit einem riesigen Looping, wo auch einmal der Gang durchführt, hat, glaube ich, fast jeder schon mal gesehen. Aber die Anzahl an Leuten, die Bahn gefahren ist auf jeden Fall sehr gering. Diese Achterbahn befindet sich in einem Mall-Freizeitpark von Bayaya Times Square, einer der größten Malls, die es in Malaysia hat, in der Hauptstadt von Malaysia in Kuala Lumpur und dort in dem Indoor-Themenpark Bayaya Times Square Theme Park. Diese Achterbahn von Intermin hat im Jahr 2003 eröffnet, also aktuell 20 Jahre alt, ist knapp 800 Meter lang, 38 Meter hoch, 70 km/h schnell und hat insgesamt 3 Überschläge. Und auf jeden Fall sehr besonders, wie diese Bahn in diesen Indoor-Park gequetscht wurde. Der Indoor-Park ist für einen Mall-Park auf jeden Fall ziemlich groß. Sehr große Deckenhöhe, aber auch allgemein das gesamte Einkaufszentrum wirklich einfach nur riesig, übertrieben hoch. Und das Gebäude davon ist alleine schon mal abnormal beeindruckend. Und falls ihr in Kuala Lumpur seid, auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Vor allem wegen dieser besonderen Lage hat es knapp 3 Jahre gedauert, die Bahn zu bauen und in diese Mall reinzubekommen. Das macht es auf jeden Fall nochmal mehr spektakulärer und skurriler. Und dann gleich ein Intermin-Coaster macht das Ganze noch besser. Natürlich nicht mehr der modernste, aber alleine 800 Meter Länge, 38 Meter Höhe, 3 Überschläge für eine Indoor-Bahn von einem Mall-Freizeitpark. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich sonst die gesamten Zipline-Coaster oder SBF Visa-Coaster im Vergleich anschaut. Und ich muss sagen, fotogen ist die Bahn sowas von einer der schönsten Indoor-Coaster, die jetzt nicht direkt Theming haben, wie es gibt, für den Mallpark sowieso. Und ich hatte die Möglichkeit, Supersonic Odyssey insgesamt 3-mal zu fahren, während meines Besuchs in Malaysia im März 2023. Ihr könnt euch sehr gerne das Aftermovie von der Tour anschauen und ebenfalls die beiden Recaps, einmal von Singapur, einmal von Malaysia, wo ich genauer auf die gesamte Reise eingehe, auf die Parkbesuche. In Singapur wurde ebenfalls noch Universal Studios Singapur besucht und in Malaysia ebenfalls der Escape Water Park mit der längsten Wasserrutsche der Welt und natürlich auch Genting Sky Worlds, Themenpark in 1700 Meter Höhe mit wirklich Weltklasse Dark Rides. Kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall auch sehr interessant. Aber kommen wir jetzt wieder hier zu Supersonic Odyssey. Ihr könnt ihn nicht pro Fahrt bezahlen, wie man es sonst von Mall-Achterbahn gewöhnt ist, sondern müsst ein Eintrittsticket für diesen Indoor-Park kaufen. Das kostet für Erwachsene 75 malaysische Ringgit, das sind ungefähr 15 Euro. Alles Preis natürlich zum Zeitpunkt von meinem Besuch im März 2023. Und für Einheimische ist es knapp 10 Ringgit günstiger. Das heißt, das ist so ein Park, wo man als Ausländer mehr bezahlt als für Einheimische. 15 Euro ist es aber trotzdem nicht so viel. Ihr habt ja auch nicht so viele Rides, die ihr als Erwachsener fahren müsst. Finde ich aber trotzdem in Ordnung. Bald bezahlt man den Preis wahrscheinlich schon für eine Fahrt Olympia-Looping. Und dann, wenn ihr die Bahn fahrt, müsst ihr euch ebenfalls für Rucksäcke und so weiter ein Schließfach holen. Kostet 10 Ringgit pro Person, also nochmal 2 Euro mehr, jetzt auch nicht viel. Aber ich finde, in so einem Mallpark hätte man es auch ohne Schließfächer regeln können. Und in dem Mallpark selber nehme ich den gesamten einfach mal mit, weil ein eigenständiges Review zu dem Park würde es definitiv nicht geben. Normalerweise hat es auch noch einen Topspin, welcher schon länger zu hat. Das wäre noch ein weiteres Highlight gewesen, zumindest noch ein Thrill-Fahrgeschäft. Aber dann hat es ebenfalls noch einen größeren Flatride, ist so eine Art Hus Condor, man sitzt nur nach außen. Erinnert deswegen an die Variante, die ihr ebenfalls im Tivoli Gardens in Kopenhagen fahren könnt. Und von der Fahrt her ist es auf jeden Fall schon noch ziemlich ähnlich zu der Variante in Dänemark. Ist jetzt nicht spektakulär, ist nicht intensiv, ist jetzt nichts Herausragendes. Das Beste an dem Ride sind wirklich die Blicke, die man hat auf die Mall und alles rundherum auf die Achterbahn. Deswegen so die Perspektive auf Supersonic Odyssey von dem Flatride ist ganz cool und das ist wirklich das Highlight. Aber wenn ihr das Teil, wenn ihr irgendwann dort seid, nicht mitnehmt, ihr verpasst nichts. Und der Rest sind eigentlich wirklich nur Kinderfahrgeschäfte, sonst noch ein paar kleinere Kinderrundfahrgeschäfte, Berg- und Talbahn sowas. Und abgesehen davon halt wirklich eher Kinderfahrgeschäfte, die eine deutlich jüngere Zielgruppe gerichtet sind. Und es gibt hier auch nur eine einzige Achterbahn, Supersonic Odyssey, und keinen weiteren Kiddie Coast oder ähnliches. Der gesamte Park ist auf verschiedenen Ebenen gelegen, könnt ihr mit Rolltreppe hin und her fahren und deswegen relativ verschachtelt. Deswegen müsst ihr erstmal, auch wenn der Park nicht groß ist, ein ganzes Stück mit Rolltreppe und so weiter fahren, um zum Eingang von der Bahn zu kommen. Ist eine relativ erhöht gelegene Station. Als wir dort waren, war es abnormal leer, also nicht so leer wie andere Parks in zum Beispiel Dubai oder Katar. Das heißt, die Züge wurden schon zumindest meistens voll bekommen und es waren schon Leute im Park, dass man zum Beispiel in einem Flatride zumindest mal 1-2 Fahrten warten musste. Aber dann hier direkt zum Beispiel bei der Achterbahn, bei der nächsten Fahrt war man immer dabei, deswegen auch ziemlich angenehm.
Wir waren nicht zu lange dort, deswegen hatten wir nur 3 Fahrten, einmal vorne, einmal Mitte, einmal hinten, aber dadurch einmal alles durchgetestet und ich hätte jetzt auch nicht unbedingt viel mehr weitere Fahrten haben müssen. Deswegen lange braucht ihr hier auf jeden Fall nicht, nehmt die Achterbahn mit. Das ist jetzt nicht so die Highlightbahn, wo ihr 10, 20 Fahrten machen müsstet, aber ihr habt natürlich einen allgemeinen Eintritt bezahlt und deswegen könntet ihr so viele Fahrten machen, wie ihr wollt. Für einen Mollcoaster natürlich immer was anderes. Die Züge sind wirklich ziemlich alt, sogar noch mal älter als von den ersten Inversion Coastern, weil die Bahn 2003 jetzt eröffnet, aber weil es ja schon 3 Jahre gebaut wurde, eher die Züge so von den 2000ern, Ende der 90er. Deswegen ziemlich alte Züge. Ihr habt natürlich Schulterbügel. Man kann nicht viel zu den Zügen sagen, ihr habt nicht zu viel Platz. Die gesamten Sitzreihen sind relativ hoch, dass ihr jetzt nicht zu eine gute Sicht habt. Und vor allem auch vorne ist man relativ tief drin in dem Zug, dass man vorne jetzt nicht so weit nach oben rausgucken kann. Also, das wäre so eine Bahn, wo vielleicht mal neue Züge nachrüsten, wäre schon eine ganz coole Sache. Aber ich glaube nicht, dass da was kommen wird, weil so viele Veränderungen scheint es hier in dem Park seit der Eröffnung vor 20 Jahren noch nicht gegeben zu haben. Ich weiß nicht, wie gut der Park läuft, wahrscheinlich ja nicht übertrieben gut, dass man da viel rein investieren muss oder kann, aber neue Züge wären schon keine schlechte Sache. Operations waren jetzt nicht toll, aber wenn man eh nur eine Fahrt warten muss, nichts Besonderes. Es war auch nicht so, dass man sich einfach für eine Reihe angestellt hat, sondern es geht eine Tür auf oder ein Gate auf und dann kann man sich eine Reihe aussuchen nacheinander und so werden die Leute dann einmal reingelassen. Und dann schauen wir uns das Layout mal genauer an. Zu Beginn links ist ebenfalls noch der Wartungsbereich, eigentlich hat es noch einen weiteren Zug, aber die Bahn ist bei mir nur mit einem Zug gefahren, was auch vollkommen ausgereicht hat. Und daraufhin folgt erstmal ein wirklich ziemlich langer Pre-Lift-Part, da ihr schon ein bisschen Höhe habt. Und ihr fallt dann erstmal langsam aus der Station raus, kleine Rechtskurve, kleine Linkskurve. Und dann kommt schon mit das beste Element der Fahrt, und zwar eine richtig schön langsam durchfahrende Hardman Wall. Das dürfte wahrscheinlich somit die älteste JoJo Wall sein, die es gibt. Einfach eine langsam durchfahrende Hardman Wall direkt nach der Station. Gibt es heutzutage natürlich ziemlich oft. Auf Mugwells Coastern zu finden, bei Gerstauer sowieso. Aber auf einem Intermin Coaster von vor 20 Jahren auf jeden Fall eine Besonderheit. Und hier hat man auf jeden Fall echt gute Hangtime, gefällt mir. Und ich muss sagen, dadurch liegt schon mal ein Highlight von der Fahrt. Dann geht es einmal langsam durch die große Halle durch, außen auch große Fenster, das heißt, hier kommt ordentlich Licht rein. Und es fühlt sich jetzt alles nicht so bedrängt an, da man echt eine richtig große Deckenhöhe hat. Und dann seid ihr relativ bodennah, habt so eine Art S-Kurve, da findet man eine Linkskurve, welche kurz rausbängt. Heutzutage hätte man in sowas entweder eine durchgängige Linkskurve gebaut vorm Lifthügel, indem man den Radius von der 180-Grad-Kurve ein bisschen vergrößert hätte oder einen Rave-Turn reingebaut. Hier bängt man kurz raus, fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, aber ist natürlich auch nicht mehr die neueste Bahn. Fand ich aber schon relativ skurril, dass man nicht am Stück eine Linkskurve fährt, sondern fährt eine Stück Kurve, bängt wieder gerade, fährt noch ein Stück Kurve und so weiter. Danach folgt auf jeden Fall der Lifthügel, welcher schon ziemlich hoch ist. Also einfach eine Bahn mit Lifthügel in der Halle von der Größe in der Mall ist schon sehr beeindruckend. Und ich muss sagen, der Pre-Lift-Part ist da auch schon ziemlich groß, weil die Station schon wieder ein bisschen erhöht ist. Und dann, wenn ihr irgendwann die maximale Höhe von der Bahn erreicht habt, seid ihr natürlich schon relativ nah unterhalb von der Decke, direkt oben an den Stahlträgern. Und daraufhin folgt dann erstmal so ein Mini-Dip, eine Linkskurve. Die Wände sind so ein bisschen Galaxy-mäßig bemalt, aber Themen habt ihr sonst nicht für die Fahrt selber. Und es folgt dann erstmal so eine große Turnaround-Section erhöht. Ist natürlich von außen sehr eindrucksvoll, wenn ihr durchfahrt, auch relativ cool, dass ihr in dem Indoor-Part mit der Höhe seid. Wirkt ja schon ganz gut. Jetzt nicht kräftemäßig besonders, aber vom Außen her schon cool, sowas in der Höhe zu haben. Und dann folgt eine Rechtskurve, welche in den Drop mündet. Ja, Airtime oder so müsst ihr hier nicht erwarten, habt ihr nicht. Aber auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und daraufhin folgt der große Vertikal-Looping, so das Signature-Element von der Bahn, wovon die Bahn alle kennen, auf Fotos und so weiter, was es ausmacht. Es ist ein normaler Vertikal-Looping, man muss hier nichts erwarten, ein bisschen Kräfte und das war's. Aber jetzt nicht unbedingt irgendwas Herausragendes, aber von außen und für normale Besucher natürlich ein Highlight. Und wenn diese einmal über diese Brücke führt, die da durchgeht, schon auf jeden Fall sehr ikonisch und beeindruckend. Und dann geht es nach oben, eine relativ abrupte Linkskurve, das sogar mit ein bisschen Rip, ein guter Richtungswechsel. Fand ich auf jeden Fall gut und hätte ich nicht mit gerechnet, war überraschend gut. So ein bisschen erhöht, wir werden eine Linkskurve gerissen, ist ganz nett. Und daraufhin folgt da noch ein Corkscrew. Und dieser wurde auch so gerade so in die Halle reingequetscht. Man hat auch so einen kleinen Jolt drin, dass man noch ein bisschen rübergerippt wird im Corkscrew. Finde ich schon ganz cool, dass man nochmal so einen Corkscrew da oben unter die Halle einmal reingequetscht hat. Und dieser ist wirklich relativ eng.
Ihr habt so ein bisschen leicht Whip, aber jetzt nicht zu stark spürbar. Erinnert auf jeden Fall so ein bisschen an andere Intermin, Corkscrews, so ältere von vor 20 Jahren. Die hatten öfters eine ähnliche Form. Ihr werdet so ein bisschen durchgezogen. Auf jeden Fall ganz nette Sache. Und dann seid ihr oberhalb von diesem erhöhten Kinderbereich, habt noch eine Rechtskurve und daraufhin folgt eine Linkskurve und ihr habt schon den Jump in Break One. Dieser Jump in Break One hat vor dem Zug sogar noch ein bisschen gute Airtime, fand ich cool. Und dann geht es zurück schon in die Station. Ich muss sagen, das ist wirklich eher so nicht eine Bahn, die eine kurze Preluft-Section hat und der Hauptteil folgt dann nach dem Lift, sondern hier fahrzeitmäßig ist es wirklich sogar fast 50-50 oder die Preluft-Section fühlt sich sogar länger an als der Hauptbereich, weil ihr habt natürlich oben diese langsame Kurve, aber so richtig beginnt es dann bei dem Drop in den Looping und dann die Auffahrt der Corkscrew, ihr wechselt die Richtung und es geht schon in den Break Run. Natürlich, die Station ist relativ hoch, weil es eine Halle mit Platzmangel und der Preluft-Teil war natürlich auch schon ziemlich lang, aber fand ich schon relativ interessant, wie kurz sich dann der Hauptteil von der Fahrt auf jeden Fall anfühlt. Und sonst das gesamte Fahrverhalten finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Also ihr habt leichtes Ruckeln die ganze Zeit, aber sonst andere ältere Intermins, wie zum Beispiel jetzt Colossus im Thor Park, fand ich vom Fahrverhalten auf jeden Fall schlimmer. Finde ich zwar auch dort vollkommen in Ordnung und man hat auch hier ein bisschen Ruckeln, aber so für einen 20 Jahre alten Intermin fährt die Bahn sich gut und auf jeden Fall besser als zum Beispiel Colossus im Thor Park. Und sonst auf jeden Fall klar vom Shaping ein paar sehr interessante Sachen, weil auch einfach bei dieser Kurve vom Lift Hill, wo ihr kurz mal die Gerade übergeht, habt ihr sogar fast leicht Hangtime. Es fühlt sich jetzt nicht dynamisch an, es fühlt sich einfach merkwürdig an, finde ich interessant. Heutzutage hätte man hier einen schönen Wave-Turn reingebaut, aber so was Intermin da vor 20 Jahren gemacht hat, ist auf jeden Fall schon skurril und eine lustige Sache. Und ich muss sagen, dieser eine Richtungswechsel vor dem Corkscrew, das war auf jeden Fall so die Stelle, die mich am meisten überrascht hat, mit ein bisschen Rip drinne. Das war echt nicht schlecht. Und sonst einfach die Hardman Wall mit wirklich schöner Hangtime, wenn man langsam durchfährt. Das ist so das beste Element von der Fahrt ohne Zweifel. Erwartet man bei so einem alten Coaster gar nicht. Und fand ich cool, dass es sowas hier hat, vor allem in der Halle. Die Fahrt selber ist jetzt nicht herausragend. Also ich hatte 3 Fahrten insgesamt. Einmal vorne, einmal Mitte, einmal hinten. Ich kann nicht mal sagen, wo es besser ist. Ich würde wahrscheinlich sagen vorne, weil man dann noch ein bisschen die Airtime hat, wenn man die Schlussbremse einfährt und hier zumindest ein bisschen bessere Sicht bei der Location dann schon eine ganz coole Sache ist. Sonst war der Unterschied jetzt wirklich nicht zu herausragend oder ähnliches. Deswegen, und da gab es auch kein Element, was starke Airtime hat, was man dann unbedingt hinten fahren müsste. Deswegen würde ich sogar sagen, ist eine Front-Row-Bahn. Wenn ihr da seid, testet sie auf jeden Fall mal vorne. Der ikonische Status ist wirklich, was die Bahn ausmacht. Ich finde es richtig cool, nachdem ich schon, was weiß ich, vor wie vielen Jahren das erste Mal Bilder oder Videos von dieser Bahn gesehen habe, das ganze Teil jetzt mal selber gefahren zu sein. Es ist natürlich keine herausragende Achterbahn, aber so einfach dieser Status von der Bahn ist einfach besonders, wenn man diese Bilder kennt, nie erwartet, dass man das Teil irgendwann selber fahren kann und sich dann ein bisschen mehr mit beschäftigt, dass man weiß, dass das Teil irgendwann mal leiser steht. Und dann ist man in dem Park drinne und fährt diese Bahn. Das ist dann schon mal was Besonderes. Es gibt zwar vielen Bahnen, finde ich so, die man seit sehr vielen Jahren, bevor man überhaupt Achterbahn-Fan war, schon mal Bilder gesehen hat. So, oh mein Gott, was haben die hier Krankes gemacht? Aber Malaysia wird man wahrscheinlich nie hinkommen oder wird ewig dauern. Und dann, jetzt, man steht davor, ist auf jeden Fall immer eine coole Sache. Sieht einfach richtig schön aus, also auf jeden Fall auch sehr fotogen, wie das Teil durch die Halle fährt. Ein bisschen Theming ist in der gesamten Halle vorhanden, jetzt nichts Umfangreiches. Aber dieser Coaster ist trotzdem einfach total fotogen und gliedert sich da super in das Gesamtbild ein. Super Sonic Odyssey ist jetzt nichts, weshalb ich sofort wieder nach Malaysia fliegen müsste, um Wiederholungsfahrten zu machen. Es ist eher, ich bin sie mal gefahren, habe ein paar Aufnahmen von und das passt dann auch. Also wenn ich irgendwann ein weiteres Mal in Kuala Lumpur bin, ist auch keine Bahn, wo ich dann sofort wieder hin müsste. Ich würde sie wahrscheinlich schon mal fahren, weil es halt einfach eine coole Sache ist. Aber trotzdem, von der Fahrt her jetzt nichts übertrieben herausragendes, auch wenn es Spaß macht. Ist halt auch nicht mehr der neueste Coaster. Aber einfach für diesen Status, wie diese Bahn aussieht, lohnt es sich auf jeden Fall, sie zu fahren. Man kann das super mit Singapur verbinden. Und wenn man von Kuala Lumpur nicht zu weit weiterfährt, hat es ja auch Channing Sky Worlds. Und das ist wirklich ein sehr beeindruckender Freizeitpark, den es sich sehr lohnt zu besuchen. Er hat nicht einen ikonischen Faktor, hat aber ein paar deutlich bessere Attraktionen im Vergleich zum Bayaya Times Square Theme Park. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch die Bahn gefällt. Ich gehe davon aus, dass die wenigsten von euch die Bahn selber schon erlebt haben. Aber ob ihr vielleicht auch unbedingt Lust drauf habt, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Durch die gesamten Videos aktuell über Malaysia und so weiter bringe ich euch auf Reizwerk technisch dieses Land ja schon näher.
und es ist auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Urlaubsziel. Das kann ich auf jeden Fall ohne Zweifel sagen. Kuala Lumpur, echt tolle Stadt, kann ich sehr empfehlen zu besuchen. Und dann muss natürlich auch Super Sonic Odyssey gefahren werden. Also dann, das war's mit dem Review. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, sehr gerne ebenfalls ein Abo, damit ihr keins von den neuen Videos verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!